Ja, hallo zusammen. Sicher müend oder wenn ihr ab und zu mal ein Kondi zu Hause machen oder wenn ihr unterwegs sind. Wir vom ASVZ bringen euch das Training per Video zu euch heim. Ich bin der Andreas. Ich mache mit euch ein klassisches Kondi, knapp 45 Minuten mit Aufwärmen, dann ein Cardio-Teil, ein Kraftteil und zum Schluss noch Stretching. Ihr braucht nicht viel Platz, ihr könnt es zu Hause vor dem Fernsehen machen. Ich zeige es extra so, dass ich auch nicht viel Platz habe, wie wenn ich zu Hause wäre. Heißer Tipp, trotzdem nehmt ein Tüchli parat, dass wenn ihr nachher am Boden geht, dass der Boden nicht so nass wird. Wenn ihr mit der Maske trainieren müsst, dann hört auf euren Körper, geht mit der Intensität ein bisschen ab, wählt die leichter Variante. Ich zeige euch dann wie und dann geht es schon. Notfalls könnt ihr auch auf Pause-Taste drücken und ein kleines Pausli legen. So, jetzt habe ich alles gesagt. Jetzt legen wir los. Fangen an mit Aufwärmen. Stehen schön breit her. Knie nach außen. So, jetzt hören wir die Musik. Wir dehnen die Brust, die Innenseite der Oberschenkel und kurz den Rücken mobilisieren. 4 kurze Durchgänge. Machen oben auf, unten auf. Rund, gerade, oben, unten, rund, gerade. Nur zweimal oben, unten, rund, gerade. Oben, unten, rund. Kommen wir ins Joggen an Ort? Und dann das Becken ins Trüllen. Nochmal so joggen. Und ausdrüllen. So, jetzt bleiben wir beim Joggen. Dann retrokreisen. Zum Brust ein bisschen öffnen. Jetzt gibt es kürzere Abstände. Viermal joggen an Ort. Viermal leicht nach rechts ausdrüllen. Nachher nach links. Joggen. Viermal rechts. Joggen. Nach links. Nochmal so. Nach rechts. Und hopp. Nach links. Zweite Runde. Dehnen nochmal rüber. Oben auf. Unten auf. Rund. Gerade. Oben auf, unten, rund, gerade. Zweimal noch. Einmal noch. Und kommen wieder ins Joggen an Ort. Und ausdrüllen. Das Becken drückt mit. Und joggen. Und drillen. Nochmal joggen. Retro-Kreisen. Und genau wie vorher. Viermal joggen. Viermal rechts. Viermal joggen. Viermal links. 4, 3, 2, an Ort. Drillet aus nach rechts. Und hopp. Und hopp. Nochmal. Nochmal. Und das letzte Mal zurück. Nehmt das rechte Bein führen. Kommt vorne runter. Hinten runter. Vorne. Hinten. Wir dehnen kurz die hintere Oberschenkel und das Wädli. Wer mehr will, ein bisschen grösseren Radius und aufrichten die Mitte. Zweimal noch. Einmal noch. Stehen schön breit, stehen hinten abwärsen. Nach rechts, links. Dass es nicht langweilig wird.
Und jetzt einen Doppelschritt nach rechts und links. Einmal noch hin und zurück. Setze das andere Bein führen. Vorne runter. Schienen runter. Wenn ihr vorne runter geht, das Gesäß hinten ein bisschen rausschieben. Wenn ihr hinten runter geht, die Ferse ganz absetzen. Ein bisschen grösser. Einmal durch. Und nochmal hinten anfersen. Rechts, links. Nur zwei Hopsen rechts. Und links. Zweimal noch. Einmal noch. Jetzt gehen wir auf den Boden runter. Instütz. Das Gesäß einziehen. Bauch einziehen. Wir schieben das rechte Bein führen. Drüllen nach rechts. Rechts drüllen. Wieder zurück. Links drüllen. Schaut im Arm nach. Bis an die Decke hoch. Abwechslungsweise. Einmal noch rechts. Einmal noch links. Und dann Schuss. Wieder nach oben. Nochmal anfersen. Sind bald fertig. Mit aufwärmen. Und nochmal einen Doppelschritt rechts. Und links. Und ausschütteln. So, jetzt kommen wir zum Hauptteil. Herz-Kreislauf-Teil. Zuerst ein Kombi mit Beinen seitwärts. Checks. Und nachher Superman. Los gut zu. Pendeln seitwärts. Viermal. Viermal ausschütteln. Viermal pendeln. Und ausschütteln. Wenn ihr es habt, probiert mit den Armen. Pendeln und ausschütteln. Nochmal pendeln und schütteln. Nächste. Vier Checks. Viermal Langlauf. Probieren die Ferse setzen. Checks. Lang. Wer will mit dem? Knie und Füße nach raus. Lang. Wir holen den Anlauf. Vier große Jog. Supermänner Nord. Viermal. Anord, diagonal. Rechts. Viermal. Links. Nochmal. Und ausschütteln. Nächste Runde pendeln. Und ausschütteln. Wer will mit dem? Nochmal so. Vier Checks. Viermal lang. Checks. Lang. Bei den Checks den ganzen Fuß setzen. Achtung, vier grosse Jog. Vier Superman. Schock. Andere Seite. Nochmal. Mm-hmm.
kürzer fahren. Gerade pendeln. Ausschütteln. Nochmal. Und nochmal vier Jog. Genau so. Zweimal noch. Einmal noch. Und ausschütteln. So, jetzt kommt ein Stück Joggen. Anhalt. Mit Ausfallschritt. Wer will, springt nachher drin. Fangen an zu joggen. Inlaufersen. Nochmal so. Jetzt geht das rechte Bein führen. Ausfallschritt. In die Mitte zurück. Bein auf, das gleiche links. Schauen, losen. Führen, auf. Schritt, auf. Wer will, springt rein. Sprung, auf. Sprung, auf. Nochmal ausschütteln. Zweite Runde, ganz genau gleich. Wer will, gibt noch eine kleine Steigerung. Anfersen, joggen. Mit der Mikro. Nochmal so lang. Die gleiche Kombi. Schritt, Mitte, auf. Rechts und links. 4, 3, 2. Schritt auf. Wer mehr will, mit dem Sprung. Wer noch mehr will, direkt. Es geht. Sprung auf. Sprung auf. Einen noch. Nochmal ausschütteln. Beim Sprung denken da rein, das vordere Knie leicht nach außen. 4, 3, 2, nochmal so. Sprung auf. Sehr gut. Nochmal ein Schüttler. Der nächste Track wird ein bisschen schneller. Wir übernehmen das Tempo, ein Skipping-Stück. Probiert, Fersen immer setzen. Kommen ein bisschen höher. Noch ein bisschen. Wir holen den Anlauf. Aber du! Zwischendurch gibt es Drehsprünge mit dem ganzen Körper. Zweimal rechts, zweimal links. Ich sage dann. 4, 3, 2, zweimal rechts, links, rechts, links. Nochmal. Nochmal so lang. Und wieder das Tempo übernehmen. Zweite Runde. Sehr. Wer will? Viermal springen, rechts, links. Dann zwei Burpees. Zuerst Ruhe. Also es geht zweimal rechts, zweimal links. Zweimal rechts, zweimal links. Zwei Burpees.
Sind ihr bereit? 4, 3, 2, zweimal rechts, links, rechts, links, wer will, aber nochmal, rechts, aber nochmal auf, oder? Die gleiche Kombi nochmal. Burpees sind freiwillig. Lime. Kann da bei der Dreh bleiben. Zweimal rechts. Burpee. Das letzte Mal. Hopp! Tipptopp! Jetzt kommt mein Lieblingslied. Eine Beinkombination übers Kreuz zuerst. Dann Seitwärtsbewegungen am Schluss. Kicks. Linke Bein rechts, rechts Bein links. Drei Durchgänge. Mitte. Genau. Jetzt drei Schritte rechts. Links. Hoffentlich haben Platz. Jetzt den Schrittsprung. Rechts und links. Rechts. Links. Auch da holen wir alle auf. Achtmal Knie. Jetzt. Acht. Sechs. Vier. Acht. Checks. Acht. Sechs. Drillen lassen. Nach rechts. Achtmal. Acht. Sechs. Vier. Checks. Drülle die Nase nach links. Achtmal. Oben durch. Wieder noch vier Drülle. Geht der Bildschirm. Es geht wieder vorne durch. Zweite Runde. Die dritte ist ein bisschen kürzer. Mitte! Wenn ihr Platz habt, drei Schritte rechts, links. Schrittsprung, Schrittsprung. Decke erlangen. Wer will, statt Knie. Kicks, Bein gestreckt. Acht. Sechs. Vier. Sechs. Drillen nach rechts. Achtmal. Sechs. Nach links. Achtmal. Gegen Mitte. Abkürzverfahren. Direkt. Drei Schritte rechts. Jetzt. Ja, die Zeit ist kostbar. Schrittsprung, etwas mehr. Acht Kicks.
Checks. Nach rechts. Wer will? Nur Knie. Wer will? Kicks. Checks. Nach links. Achtmal. Und hopp. Tipptoppsi. Wir übernehmen das Tempo. Zum nächsten Track. Nahtlosen Übergang zum Kraftteil. Ihr könnt wählen. Power Jog. Oder Power Skate. In jedem Fall sechsmal oben. Gehen runter, sechsmal unten, wieder Ruhe. Sechsmal, sechs, vier, zwei, runterkommen, heben, sechs, vier, Bauch einziehen, Gesäß einziehen, wieder Ruhe, strenger, vier, zwei, runterkommen, Mountain Climber, vier, zwei, raufkommen. 6, 4, 2, runterkommen. Wieder Ruhe, Skifahrer-Hockey. Der Winter kommt oder ist schon da. Das Gewicht liegt noch rechts. Liegt noch links. Wieder in die Mitte. Vor dem Kraftteil. Nochmal genau gleich. Sechsmal vorne. Sechs. Vier. Zwei. Runterkommen. Knie im Boden an. Oder im Plank bleiben. Wieder Ruhe. Sechs. Vier. Zwei. Runter. Einmal noch. Wieder Ruhe. Letztes Mal ab. Wieder Ruhe. Nochmal in die Hocke. So, jetzt sind wir wirklich bei der Kraftübung. Nahtlos. Gewicht nach rechts. Gewicht nach links. Mitte zurück, aufrichten, nächste Serie, aufrecht bleiben, seitlich Bein, seitlich Gesäß, Gleichgewicht, aus rechte Bein, raus, zurück, raus, aber suchen das Gleichgewicht, du musst es auch zuerst suchen, wer will mit dem Arm. Einmal noch. Wir schaffen ohne Schwung. Auch bei der nächsten Übung. Das Bein, nur das Bein. Rechts. Rechts. Ohne Schwung. Eine Mikrosekunde heben. Seitlich Gesäß. Seitlich Bein. Bleiben aufrecht. Nicht kippen. Wer will? Dreimal. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Obala. Probiert den Marathon. Siebenmal. Drei, zwei, eins. Nochmal. Genau. Das andere bei Gott. Seite. Hintere. Wir suchen wieder das Gleichgewicht. Probieren es mit dem Arm. Ohne auf die andere Seite zu kippen. Ein bisschen muss man, aber nicht viel.
Nur das linke Bein. Links. Links. Da ist noch nicht besser. Probiert. Drei schnelle. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Sieben. Sieben. Drei, zwei, eins. Nochmal. Sieben. Drei, zwei. Und lösen. Nehmen das rechte Bein führen, das linke zurück. Den rechten Arm führen. Den linken Arm hinteren. Wir ziehen hinter dem Rücken zurück. Zurück. Ganz Rücken wird lang. Eine Serie. Rückenübungen. Oben, unten. Wer mehr will, schiebt durch. Einen Moment heben. Noch vier. Noch zwei. Das Bein abstellen. Wir ruckeln die Nase aufs Knie. Drüllen ab zum vorderen Bein auf die Seite. Einruggeln. Und drüllen. Im Arm anschauen. Schöne Rotation mit dem Oberkörper. Jetzt bleiben wir die vorne, die Daumen hinteren. Retro kreisen. Weit hinein. Zwischen den Schulterblättern schafft es. Drei, zwei, einen Schuss, Seite wechseln. Andere Diagonale, lang. Ziehen. Ohne Schwung, immer eine Mikrosekunde bleiben. Die Endposition. Auch das Knie leicht nach außen. Wer mehr will, zieht durch. Lang. Noch eine Runde. Und wir ruckeln wieder rein und drüllen ab zum vorderen Bein. Und drüllen. Im Arm nachschauen. Nase bis aufs Knie. Bleiben in der Vorlage. Nochmal Retro-Kreis. Weit hinein. Die letzte Serie machen wir am Boden. Am besten holen wir uns ein Tüchli. Ganz Schuss. Wir haben 10 Sekunden Zeit. Kommen auf den Boden runter. Legen das Tüchli am Boden. Rechten Arm führen. Wir ziehen den rechten Arm, das linke Bein hoch. Über die Diagonale. I don't know. Diagonale wechseln. Linken Arm, rechts Bein. Noch zwei. Eine. Arm auf die Seite. Wir drüllen nach rechts. Nach links. Schau deinem Arm nach. Brust ein bisschen lupfen dabei. Lass die Spannung im Rücken behalten. Weit hin, Retro-Kreis. Vier. Drei. Zwei. Und lösen. Wir kommen den Vierfüßler. Eine Serie. Hinteren Oberschenkel, Gesäß. Zuerst mit dem rechten Bein. Heben, senken. Heben, senken. Auch da, ohne Schwung. Immer einen Moment in der Endposition bleiben. Nächste Serie. Ruhe, raus, rein, ab. Ruhe, raus, rein, ab.
Dann nicht abkippen auf die Seite vom anderen Bein. Nächste Serie. Wir mischen 5 schnelle Uhr raus, rein und wieder ab. 5, 4, 3, 2, Uhr raus, rein, ab. 5, 4, 3, 2. Wer es strenger will, nimmt Standknie vom Boden weg, im Stütz. 5, 4, 3, 2, Uhr raus, rein. Einmal noch. Genau so. Fliegender Wechsel. Das andere Bein. Heben, senken. Zeig es mal von vorne. Auch da gehen wir hoch, raus, rein und ab. Hoch, raus, rein, ab. Fünf schnelle Gerade, Uhr raus, rein und runter. 5, 4, 3, 2, Uhr und runter. Auch da, wer will, wer strenger will, nicht vom Boden weg. Uhr raus, rein. Einmal noch. Letztes. Kommen wir runter. So, drüllen auf die linke Seite. So, eine Serie. Seitlicher Rumpf, seitlich Gesäß, nachher noch Liegestütz. Es geht hoch, ab. Das Becken ist weit vorne. Wer mehr will, auf die Füße. Wo wir auch sind, Knie oder Füße. Probieren das ein paar schnelle. Jetzt gibt es schmale Liegestütze. Dann drüllen wir den ganzen Körper nach rechts. Schauen. Tief, hoch, rechts. Tief, hoch, rechts. Wer mehr will, sicher. Ellenbogen zum Körper. Bauch einziehen. Gesäß einziehen bei den Liegestützen. Nur noch Liegestütze. Tief, hoch, tief, hoch. Knie geht auch. Wer will noch ein paar schnelle? Drei, zwei, eine. Gut, wir drüllen auf die andere Seite. Alle Spiegel verkehrt. Es geht. Ruhe. Aber. Wer will, kommt auf die Füße. Bleibt eine Linie mit dem Körper. Nicht nach vorne abdrüllen. Ein paar schnelle. Auch hier ein enger Liegestütz. Und dann drüllen wir nach links. Es geht tief links. Moment heben. Tief links. Wer will, kommt auf die Knie zurück. Nur noch Stütz. Tief hoch. Tief hoch. Wer will noch ein paar schnelle? Drei, zwei, genau. So, jetzt die Hände auseinander, Finger nach raus, Ellenbogen nach raus, ein breiter Stütz, dann schieben wir das Bein auf die Seite. Stütz, rechts Bein, Stütz, links Bein. Wer will, kommt auf die Füße. Stütz. Rechts Bein. Stütz. Links Bein. Nur noch Stütz. Tief. Hoch. Tief. Es geht auf die Knie.
Wer will das paar Schnelli? Noch drei. Der letzte. Sehr gut gewesen. Dann kommen wir auf den Rücken. Eine Serie für den Bauch. Füße anziehen. Es ist eine kleine Bewegung zuerst. Spannen. Lösen. Spannen. Lösen. Schultern gehen vom Boden weg. Hände nach oben. Dann bleibt die Brust schön offen. Wer will, ein paar Schnelle. Ziehen, ziehen, ziehen. Die nächste Serie seitlich nach rechts. Ich zeige wie. Es geht rechts, rechts. Weit über den Körper durch. Wer noch mehr will, hebt das Unterbein vom Boden weg. Das brauchst du voll. Wunderbar bei Hand. Noch ein paar Schnelle. Gestreckt. Oder angewinkelt. Sehr gut. Nächste Runde. Nochmal gerade. Und ein paar Schnelle. Ziehen. 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 Alles nach links. Nach links. Weit über den Körper durch. Wenn auch der Nacken schmerzt, könnt ihr mit einer Hand ein bisschen unterstützen. Wer will, hebt es unter dabei. Und ein paar Schnelle. Ziehen. 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 Noch drei, zwei, ins Becken zurück. Wir ziehen die Knie zu den Stirnen hin. Das Becken vom Boden weg. Ziehen. Ziehen. Wir nähern drei Zement. Noch zwei. Noch einen. Haltet die Spannung im Rücken, im Bauch. Ein Fuß nach dem anderen. Hände sind hinter dem Kopf. Das hilft ein bisschen. Wer mehr will, streckt. Wer noch mehr will, mit den Armen dazu. Aber nur, wenn das Kreuz am Boden bleibt. Wer noch mehr will, über die Diagonale. Und zum Schluss nochmal die Spannung halten, nochmal gerade. Und lösen, die Füße abstellen, den Bauch ein bisschen klopfen. Und wir haben es geschafft. Wir kommen zum Entspannen und Stretchen. Nehmen Knie hoch. Rugeln auf die rechte Seite runter. Fassen das obere Bein. Und dehnen es, ziehen es zurück. Zum den vorderen Oberschenkel ein bisschen dehnen. Kurz das Oberschenkel ein bisschen lockern. Gerade nochmal so. Legt das Knie vor. Schaut im oberen Arm nach. Ganz zurück. Und wenn ihr dahin sind, beim Ausschnaufen, alles geheilen. Brust weit öffnen. Wenn ihr nach vorne kommt, gerade nochmal so. Wieder ganz vorne kommen. Legen den oberen Fuß aufs untere Knie. Kommen auf den Rücken, Kopf ablegen. Ziehen die Beine zu sich. Bis es auf die Seiten am Gesäß ein bisschen spannt. Und lösen. Gerade nochmal so. Die andere Seite zeigt aus einer anderen Perspektive wieder ins Päckchen. Rugeln auf die andere Seite runter und ziehen das obere Bein zurück. Und kurz das Oberschenkel lockern. Gerade nochmal so.
Knie wieder vorne ablegen. Schaut oben durch. Und ihnen alles geil. Lösen. Gerade nochmal so. Und wieder vorne kommen. Wieder den oberen Fuß, das untere Knie auf den Rücken drüllen. Und das Bein soll sich ziehen. Und lösen. Gerade nochmal so. Und lösen. Wieder ins Päckchen. Als nächstes dehnen wir die Innenseite von der Oberschenkel. Stoßen die Beine weit auf mit den Händen. Wer mehr will, streckt die Beine durch. Und ausschütteln. Gerade nochmal so. Und wieder zusammenkommen. Wir gehen auf die Seiten ab und kommen auf die Knie. Ein Lied haben wir noch zum Stretchen. Nehmen das rechte Bein weit führen. Machen das Knie. Bleiben aufrecht. Wir dehnen den Hüftbeuger vom hinteren Bein. Schieben das Becken weit führen. Wenn ihr euren eigenen Zehen noch seht, dann ist der Fuß weit genug vorne. They don't know what it's like. Einen Moment zurück. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Brust öffnen. Training colors into black and white. No one's reading all the words that I write. Und lösen. Wir gehen abwechslungsweise zurück. Und führen. Und zurück. Und führen. Das nächste Mal bleiben wir ganz zurück. Dann das Gesäß hinten ein bisschen rausschieben. Neigen vorne runter, bis es hinten am Oberschenkel ein bisschen spürt. Und kurz lösen. Gerade nochmal so. Und lösen. Wir wechseln das Bein. Fuß weit führen. Das Knie machen. Und führen schieben. Silent voices to a distant crowd. I'm still singing, but there's no one. Moment lösen. Noch ein mehr. I keep screaming till my lungs run out. But no one listens, no words coming out. Und lösen. Kommen abwechslungsweise zurück. Und führen. Und zurück. Und führen. Und das nächste Mal bleiben wir da rein. Und neigen wieder vorne ab. Mit lösen. Nochmal so. Wir lösen. Kommen gerade so einen Schritt rauf. Der Schritt bleibt weit offen. Wir dehnen das Wädchen hinein zuerst. Die Ferse bis im Boden abstoßen. Bleiben aufrecht. Neigen den Kopf weg vom gestreckten Bein. Zum Nacken gleichzeitig dehnen. Schultern tief lassen. Kurz beides lockern. Und gerade nochmal so. Wir bleiben breit stehen. Kopf in die Mitte zurück, Knie zurück, schauen ganz nach rechts, ganz nach links, nach rechts, ein bisschen ausschütteln und das andere Bein geht zurück, weit zurück. Der Kopf neigt sich auf die andere Seite, ziehen die Schulter ein bisschen gegen den Boden, beides ein bisschen lockern, gerade nochmal so. Wir sind fast am Schluss. Schön nochmal schön breit. Es gibt einen grossen Kreis unten durch, bis am Boden. Aber auf. Aber gegen den Himmel. Einmal noch. Weit oben bleiben, durchstrecken. Und weit hinten runterkommen.
Hey, merci, war super. Ein bisschen anstrengend. Ich hoffe, wir sehen uns in der Halle wieder. Bis nächstes Mal. Tschüss, bleibt gesund. Merci vielmals.